Ja, einen schönen guten Abend. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was mich erwartet. Da denkt man, der Tag war schon lang. Und dann kommt Marc Schumacher. Und ich habe 10 Minuten, sozusagen, euch jetzt zusammenzufassen, was also von heute Morgen bis heute Abend passiert ist. Und ja, lieber Marc, das war jetzt nochmal ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich gebe mein Bestes und wünsche euch viel Freude. Ich habe zugehört und mitgeschrieben und das kam dabei heraus. Das war der erste Tag von Handel und Wandel. Come together, hieß es. Und über allem hier stand so viel Wissen, Ideen, die inspirieren, erhellen aus der wachsenden Welt von Convenience und Tankstellen. Netzwerke knüpfen, beim Lunch und am Tresen Einblick, Neuigkeit und vor allem Begegnung. Die Eröffnungsspeech hält Jakob Schramm. Trotz Krankheit sitzt er kraftvoll, seinen Mann inspiriert, motivierend, voller Kraft. Seine Business-Essenz ist Risikobereitschaft. Er sagt, triff große Entscheidungen, nie emotional. Er bedachte seinen Ausstieg nicht nur einmal, doch er blieb, welch ein Glück, und berichtet ein Stück aus 30 Jahren McKinsey, McDonald's und wieder zurück. Nun erkennt er den Pfirsich, der hinter allem steckt. Der Kern des Früchtchens hierbei, Zahl und Ergebnis, das Fleisch, sind Menschenstrategien, Operatives. Sie zu motivieren, ist es Pfirsichshaut, die du als Manager sauber und rosig brauchst. Bring 2 hoch, Verkauf und Gewinn. So versteht das jedes Kind. Und 2 runter, Kosten und Arbeitskraft. Get them in, get them back, trade them up. Elektroautos kommen schneller, als wir denken. Es gilt aufzuwachen, um nicht wie Kodak zu enden, also relocate, educate, motivate. Engagierte Mitarbeiter, engagierte Chefs. Kenn deine Leute, bunt und verbunden. Veränderung und Tempo in dieselbe Richtung. Bist du Panzerknacker, Dagobert, Donald oder Mickey? Fokussier auf Will und Skill und die Menschen dazwischen. Thorsten Eichinger will gemeinsam den Markt entwickeln. Mit großen und mit kleinen Fischen zukunftsweisende Ideen generieren. Sie lassen sich weltweit inspirieren, um mehr als Smart Snacks zu importieren. Mit Spirit gekonnt, Laugenstangen verzieren. Regional und flexibel, kundennah agieren. Und am Ende viel mehr als Street Food Shishi. Statt zu Hause im Shop, im virtuellen Forecourt mit dem Social und Young Taste Convenience Award, Fruchtpapier, Karl Gustav und Pepper, hurra! Der Mittelstand brummt und steht kraftvoll da. Thorsten Thiemann berichtet aus der Shell, die sagt, wir wollen mobilisieren jeden Tag mit Gas, Strom und Kraftstoffen jeder Art. One-Stop-Shop für alles mit Fashion Tankwart, mit Shell Smart Pay und Club Smart Card, gesünder, relevanter, freundlich und hell für wholesome Enthusiasts und Quick Fixer bei Shell. Im Fokus bleiben die Megatrends. CO2 Footprint, Convenience Fresh Food, Digital Future und Future Fools als Bonbon noch hinterhergeschoben. 145 Millionen E-Sport-Freaks toben, füllen Stadien und Shell ist mittendrin in der Gamification. Verrücktes Ding. Ich wusste das doch nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte so den Mund offen. Peter Herm schaut dann auf Best Ager und Frauen. Er will Moosbach zielgruppenspezifisch umbauen. Tankstellen stinken nämlich, wusstet ihr's, sind schmuddelig und bäh. Der Kloschlüssel klebt und führt direkt in die Hölle. Also nein. Wir brauchen keine Snacks und keinen Kaffee, solange wir nicht wissen, was drin ist und der Wässrig da steht. Da heran an die Bagger und umgebaut. Frische Hygiene und Freundlichkeit, ein gutes Gefühl und Sortimentsbreite, Leberkäse neben Tofu-Kresse-Paninis. Mama schmiert Brötchen.
wirklich ganz paradiesisch. Best-Ager haben Platz für Rollatoren, Toiletten wie Hotelzimmer, da will man glatt darin wohnen, sobald der Kunde verweilt. Wird dann nämlich zum Gast. Es kommen bald schon mehr Frauen, scheint sie mögen das. Also ran an Smoothie-Blümchen und an Chai-Latte, dass ihr das alles könnt. Moosbach sagt Danke und der Bürgermeister vergisst dabei glatt das Tanken. Frau Köppel erzählt dann vom Franchise-System der Bahn. Die Service AG hat 20 Millionen Gäste am Tag über all dem Convenience als Inhaltsangabe. Emotion, Kommunikation, Qualität und Preis, die Ansprüche steigen, als Lösung kommt Franchise. 15 neue Partner, 50 Konzepte, 2500 Orte, Service, Qualität im Süden und Norden, Fairtrade-Café und Becher in Mehrweg. Mit 8000 Euro bist du im Game. Win-win-win für Partner, Kunde und System. In der Podiumsdiskussion hören wir von Vertriebskanälen. Digitalisiert, konzentriert auf Kundenwelten, unbemannte Stores, Bestell-Apps, Nutzungstracking, Gamification, asiatische Vorbilder fürs Operating. Doch das Geschäft wird am Ende mit Menschen gemacht. Wir müssen die Jungen und die Alten fragen, was sie brauchen und wollen, um dem Rechnung zu tragen. Den Reklameblock gibt's dann analog zu erfahren. Die Möhre tanzt. Seku Max schneidet versteckt, dann geht's zum Mittagessen, die Tische sind lecker gedeckt. Nate Marsh schlägt dann Brücken in die Zukunft. Von Treibstoff, Transport und Klimaschutz, mehr Autos, mehr elektrisches Fahren. Es geht nachhaltig darum, Kraftstoff zu sparen. Wie also bringt man Menschen weiterhin in die Shops? Durch gutes Essen, Erlebnisse, Service on top, die Basis all dessen schließlich. Nachhaltigkeit, Transparenz, Bäume pflanzen pro Liter, Umweltschutz, Kompetenz, Pumping and Planting, Hand in Hand, regionale Förderung, Begrünung als Wandel, spürbare Integrität, Werte, Glaubwürdigkeit. 7-Eleven ist mehr als tanken und passt genau in diese Zeit. Sebastian Stricker sieht Verantwortung als Treiber des Handels und Gewinnoptionen. Wir haben 20% mehr, als wir eigentlich brauchen. Doch einer von 10 leidet Hunger, eigentlich kaum zu glauben. Die gesellschaftliche Balance ist so ernstlich bedroht. Share the meal macht einen Unterschied, der sich lohnt. 40 Cent am Tag geben, um einen Mensch zu ernähren. Gewinn maximieren und Gutes tun. 300.000 wurde geholfen, in einem Jahr schon. Genau sowas kann Mut und Unternehmertum schaffen. In 100% recycelten Wasserflaschen. Paul Bethke erzählt vom russischen Roulette des Lebens. Mit 16 verschlug sie nach Asien, das bestimmt seine Wege, wir alle hier haben unsäglich viel Glück gehabt. Wie schafft man einen Ausgleich über die eigene Verkaufskraft? Jede Lemonade, jeder Charity ist, der einen Unterschied macht. Entwicklungshilfe war ihm zu ineffektiv. Er hatte keinen Bock mehr auf Öko-Hippie, deswegen sein hippes Social Drinking Network, dessen Supply Chain an keiner Stelle stört, Reichweite über Kunst und Berlinale, pro bono gefeatured trotz Zuckermangel. 20 Millionen Flaschen pro Jahr bringen Geld in Projekte, die vor Ort Menschen helfen, ihre Zukunft zu lenken. Dann Biothek. Mit Christian Clemens. Ihm ist das Craft-Bier quasi in Indien begegnet. Er sammelt Biere nach 4 in der ganzen Welt, weil ihm Bier eben so wunderbar gut gefällt. Ein waschechter Bamberger, voll Leidenschaft. Und was heißt eigentlich Hopfen gestopft? Ruf die 0800-Bier-Seminar-Hotline. Dann kannst du Teil der Biererlebniswelt sein. Ein emotionales Thema. Das merkt man ihm an. Hier treffen sich Skill und Will in einem Mann. Michael Ziegler und Manu mit Big Wurst Data sind Wurstvisionäre. Tolles Wort, oder? Wurstvisionäre, Revolutionäre. Sie sind Schwarzwälder Wurstfans seit Omis Zeiten, als sie mit ihrem Lean-Wurst-Startup das Ländle bereisen und jede Omi am Gartenzaun befragen.
eine Wurst, gesund, lecker und smart. Grillido entwickelt sich dann auch digital, Sportwurst für Bierbauch Bernd und seine Ma. Auf Bier und Wurst folgen noch mehr emotionale Themen. Cafeza ist Teil der Startup-Geschäftsideen, außerdem Erdbeer, Super Neutral, Pro Delight und No Moo. Daumen hoch für alle Ideen. Juhu, die Erdnuss gewinnt. Nach spannendem Kampf. Das Schlusswort spricht Marc Schumacher dann. Mit seinem Deal for the Future, dem neuen Retail-Paradigma, er ruft, Marken und Retail verlieren an Bedeutung, werden gnadenlos von Plattformen gemeuchelt. Marc rast Richtung Zukunft. Wir versuchen zu folgen. Apocalypse Now. Malls will all fall. Denn was bitte ist denn ein Einkaufserlebnis? Vielleicht ja Real E-Commercing. Wir wollen das gute Leben sofort. Wer braucht schon Zitronen? Ownership war gestern, wir wollen uns mit richtig teurem Gin Tonic belohnen. Distanzen waren gestern, wir wohnen in Transitzonen. Wir sind richtige Opfer. Lechzen nach Instagrammable Moments, wollen auftanken, um uns irgendwo, irgendwann zu erholen. Wie also lautet das Fazit eines solchen Tages? Vielleicht Folgendes. Es geht nicht mehr anders. Nachhaltigkeit ist keine Option. Soziale Verantwortung in sich selbst schon ein Lohngewinnmaximierung kombiniert mit sozialer Vernunft. Alles Gute für euch auf diesem Weg eurer Zunft. Vielen Dank.